Eine abschließbare Zuckerdose, ein mittelalterlicher Keuschheitsgürtel, ein Minnekästchen zum Sammeln von Liebesgaben, ein Kriegstagebuch für die Sorgen und Ängste. Persönliche Dinge und Gedanken, die den Menschen lieb und teuer waren, wurden früher sicher verwahrt. Eine Gesichtserkennungssoftware, eine Wärmebildkamera, ein Bodyscanner. Persönliche Informationen, die uns wichtig sind, geben wir heute auf Schritt und Tritt preis. Dass sie von der Industrie gesammelt werden, bekommen wir oft gar nicht mit. Für mich ist der eklatante Unterschied der, dass die Objekte, die Sie hier als historische Objekte wahrnehmen, ganz, ganz deutlich Grenzen markieren. Da ist ein Innen, ein Außen, da ist ein Ich und ein Du. Und mit der Digitalisierung verschwimmen diese Grenzen immer mehr. Und das heißt, wir können sie auch schlechter wahrnehmen. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum wir so offen sind. Die historischen Stücke, die in der Ausstellung gezeigt werden, gehören großteils der Pfalzgalerie. Die technischen Neuerungen kommen unter anderem von der Uni, wissenschaftlichen Instituten und Firmen aus Kaiserslautern und Umgebung. Gezeigt wird, was Hightech leisten kann, aber auch welche Gefahren lauern. Wenn man mit seiner Forschung vorsichtig und sehr bewusst umgeht, dann ist es, kommt man, glaube ich, nicht umhin, sich auch Kritik zu stellen oder der Diskussion zu stellen. Und das bringt einen ja auch weiter. Also wie kann man mit bestimmten Dingen umgehen? Und es sind ja auch alles Menschen, die hinter dieser Forschung stecken, die so ihre eigenen Gedanken eben auch haben und vielleicht auch den ein oder anderen Zweifel hegen. Für die Ausstellung hat die Pfalzgalerie ein Agentenspiel entwickelt. Damit sollen Kinder und Jugendliche lernen, wie Daten gesammelt und für oder gegen einen benutzt werden können. Vor allem im Internet. Das wissen die Kids nicht. Das weiß man als Erwachsener ja schon gar nicht, wenn man eine WhatsApp-Nachricht schreibt oder irgendein Facebook-Account sich austauscht mit vielen Menschen. Dann wird einem das schon nicht bewusst. Die Pfalzgalerie möchte mit der Ausstellung weder die Vergangenheit glorifizieren, noch das Heute verdammen. Die Besucher sollen einfach darüber nachdenken, wie sie mit dem umgehen, was ihnen lieb und teuer ist.